Bei unserer Sahara-Expedition sind wir 200 Kilometer mitten durch die größte Wüste der Welt gezogen. Dabei hatten wir ein Ziel, unsere eigenen Wandermut-Wanderhosen aufs Extremste zu testen. Gemeinsam mit 9 Freunden und 12 Kamelen und unserem Wüstennomaden Mustafa, dem wir wirklich komplett vertrauen können bei solchen Expeditionen, ging es für 12 Tage durch erbarmungslose Hitze und eine Landschaft, die von Gefahren nur so wimmelt. Im Gepäck haben wir neben unseren Hosen und zahlreichen Konkurrenzmodellen, die wir ebenfalls getestet haben, auch einen Goldschatz. Diesen wollten wir irgendwo in der Sahara verstecken für zukünftige Abenteurer, die sich trauen, in die Wüste zu ziehen. Wir haben es mal wieder gemacht. Wir sind mal wieder in der Wüste, wir sind in der Sahara. Aufhänger war, dass wir neue Hosen bauen und wir sind hier mit knapp 10 verschiedenen Hosen, inklusive unserer eigenen, hingelaufen und werden einfach jetzt jeden Tag oder alle 2 Tage die Hose wechseln. Das sind insgesamt knapp 12 Tage, die wir hier unterwegs sind. Das Ganze ist eigentlich die Wandermut-Sahara-Tour, wie sie bei uns auf der Website ist, wo sich jeder, ich sag mal, bewerben und mitkommen kann. Nur diesmal haben wir uns entschlossen, nicht so einen Trupp zu leiten, sondern einfach mal Freunde einzuladen. Und der liebe Horst hinter der Kamera ist auch ein guter Freund von uns aus Köln. Drüben im Schatten chillen die anderen noch, werden wir Videos machen. Aber da kam uns auch noch eine Idee. Wir haben hier eine kleine Überraschung parat. Wir hatten schon immer den Kindheitstraum, wer hatte ihn nicht, mal einen echten Goldschatz zu finden. Also das wäre so das Oberding gewesen. Wir beide wollten das als Kinder immer. Ne? Wir haben halt im Wald rumgecrossed und Sachen gesucht. Aber wir waren niemals erfolgreich. Deswegen dachten wir jetzt, wie wäre es, wenn wir einfach mal unseren eigenen Goldschatz verstecken? Und die werden wir hier irgendwo in der Wüste verstecken. Und wir packen jetzt die Sachen und laufen mal weiter. Genau. Ja, he can bite. Do you make like this? He can really bite. Okay, wir sind jetzt schon echt abgehalftert. Wir haben heute schon 20 Kilometer hinter uns. Es ist erst Tag 2. Und wir haben immer noch nicht den Ort gefunden, wo wir das Wandermutgold verstecken werden. Hier sieht es ein bisschen geröllmäßig aus. Es ist auf jeden Fall schwierig, hier ein Loch zu graben. Und wenn wir irgendwie einen Steinhaufen in die Schatztruhe machen, dann sieht es jeder Nomade. Oh, guck mal hier. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das hier ein Schneidwerkzeug ist, zumindest ein Splitter aus der frühen Steinzeit. Liegt hier viel so rum? Boah, hier liegt es überall, wimmelt es von Steinzeitzeug. Wir haben auch gerade zwei oder einen Stein entdeckt, auf dem Inschriften sind. Mustafa kann es nicht mehr entziffern, weil es zu alt ist, aber er schätzt, es ist eine alte Schatzkarte gewesen, wo die Nomaden ihre Besitztümer vergraben haben, um sich die Orte zu merken. Macht ihr eigentlich auch eine Schatzkarte irgendwie für die Leute? Das wissen wir noch gar nicht so genau. Effektiv wissen wir noch, also unsere Pläne sind noch nicht ganz ausgereift. Der Plan ist erstmal nur, wir verstecken Gold. Das sind jetzt so die letzten 3 Kilometer von 26. Reicht, volle Mittagshitze, es brennt auf die Hirse. Steht aber nicht drauf. Weg, wie geht's hier? Oh, Mindestabstand 1 Meter. Boah, eigentlich, beschissen. Völlig im Eimer und diese Blase macht mich schon mal fertig. Ich hoffe, wir kriegen die ordentlich verarztet. Kannst du mal bitte sagen, ob Leute, die das hier sehen, bei Wandermut mal mitkommen sollen? Boah, ey, fahrt lieber Pauschalurlaub an den Strand. Aber dann seid ihr halt Weicheier. Das ist halt auch dezent ekelhaft, ne? Aber es macht schon auch Spaß. Ist das die Blase oder ist das... Ich dachte, das wäre ein Blasenpflaster. Das ist die Blase hier, die ist zu. Ja? Aber der Nick hat ein Blasenpflaster drauf gemacht und das ist jetzt mit der Haut verschmolzen. Und das Problem ist, das ist wie eine Laufmasche im Socken. So, und das drückt genau an der Ferse hier und dann kommt direkt die nächste Blase da drunter. Ach so.
Fuß ab, oder? Würde ich sagen. Ja. Was sagst du dazu? Also Fuß ab, der muss weg jetzt. Der muss weg, aber es tut echt, ist echt weh. Also es gibt ja echt viele Sachen hier, die einfach wehtun. Ich bin gerade in so einen fetten Dorn irgendwie reingelatscht. Ich muss gestehen, da hatte ich gerade noch eine Sonnenbrille an. Hat keiner gesehen, wie ich mir eine Träne weggedrückt habe unter der Sonnenbrille. Aber es tat schon weh. Und man sagt dann hier, nee, geht schon. Wir sind jetzt die ersten paar Tage bis in diese Oase mit unserer eigenen Wandermut Allrounder Hose gelaufen. War eine geile Hose, hat alles gepasst. Also wirklich Bewegungsfreiheit, robust war das Ding. Wir sind vom Boden hin und her gerobst, gar kein Stress. Aber wir wollen halt auch noch ein paar Marken der Konkurrenz testen. Wir haben uns deswegen unseren Rucksack voll mit Hosen gemacht. Und unser Ziel ist es jetzt, alle davon zu testen. Eine nach der anderen. Das ist er. Das ist der Berg, weswegen wir unsere allererste Sahara-Expedition gemacht haben. Da sind wir drauf gestiegen. Das war unser Ziel. Das Spannende war, dass wir auf Satellitenbildern mit unserem Archäologiefreund Kringel gesehen haben auf Satellitenbildern, wo er gesagt hat, die sind definitiv menschengemacht. Aber er hat nichts gefunden darüber und er wollte sich das ansehen und das war der perfekte Auftakt, dass wir mitkommen wollten und genau das ist er. Das war ja der Marc, der hier vor uns zweimal alleine durch die Wüste gestapft ist, mit dem Ziel auf diesen Berg zu kommen, um zu gucken, was er da auf den Satellitenfotos entdeckt hat. Und aber zweimal irgendwie gescheitert ist, also weil er einfach die Wüste ein bisschen unterschätzt hat oder nicht genau wusste, wie man sich darauf vorbereitet. Aber er hat damals Mustafa kennengelernt und sogar irgendwie geholfen, auf seine Ziegen aufzupassen. Also super lustige Geschichte im Grunde. Und wir haben eine Expedition damals auf die Beine gestellt zum ersten Mal und sind tatsächlich auf diesen Berg hoch und haben dort am Ende ja die Überreste von frühsteinzeitlichen Häuserruinen entdeckt. Ich muss aber auch ganz klar sagen, Marc ist schon ein krasser Motherfucker. Definitiv. Ohne den hätten wir das nie geschafft und gemacht. Grüße gehen raus und an dich, Marc. Und er ist einfach nur der Krasseste, dass der zweimal alleine, Mutterseelen alleine in die Wüste ist. Und dann ist es voll okay, wenn man sich optimiert und merkt, okay, das hat nicht funktioniert mit dem Gepäck und sonst was, bis er einen Weg gefunden hat, der letzten Endes auch für uns geklappt hat. Also, krasse Leistung. An der Stelle empfehlen wir natürlich nicht alleine hier durch die Wüste zu rennen. Du wirst sterben. Fragen mal hier ein paar andere Kollegen. Nick? Was sagst du, kann man alleine durch die Wüste hierher? Kann man machen, ist aber ganz schön dämlich. So, neue Oase, neues Glück. Vielleicht verstecken wir den Schatz auch hier, wenn wir ihn noch nicht woanders versteckt haben. Viel Spaß beim Suchen. Wir haben uns die ganze Zeit Gedanken über das perfekte Zeichen für den Schatz gemacht, wo man ihn finden kann. Und es ist so einfach. Such nach dem Weh in der Wüste. Tick, 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 tick. Ja, ja, das ist nicht so repräsentativ bei dir. So, den perfekten Stein haben wir jetzt gefunden, beziehungsweise ihn selbst erschaffen. Diesen Stein werden wir, ich sag mal, in einem Umkreis von 50 Metern in der Nähe des Schatzes verstecken, damit man weiß, wenn man diesen Stein sieht, ist man dem Schatz ziemlich nahe. Ja, jetzt geht's aber erstmal los und wir müssen irgendwie einen geeigneten Ort finden. Ja, eine Sache, die es mir jetzt hier eigentlich sehr unangenehm macht in der Wüste, ist, dass ich durch meine vielleicht etwas zu intensive Vorbereitung oder den Kaltstart, einfach mal 30 Kilo zu nehmen und noch mal hart zu wandern, aus dem Nichts, das machen meine Knie nicht mehr mit. Wir haben, beide Knie haben sich bei mir entzündet und ich musste jetzt noch kurz vor Aufbruch Cortisonspritzen unter die Kniescheibe gesetzt bekommen und kann halt auch nur mit dieser Bandage hier laufen. Bis jetzt ist alles gut, aber ich muss halt regelmäßig Schmerzmittel nehmen und trage deswegen auch nur einen kleinen Tagesrucksack, wofür ich mich ehrlicherweise sehr schäme. Das ist nicht das, wofür wir bei Wandermut stehen. Da stehen wir auf schweres Gepäck und ordentliche Vorbereitung.
habe ich leider, kann ich mich nicht an meinen eigenen Maßstäben messen. Ist deiner wieder aufgetaucht? Meine scheiß Outdoor-Hose ist leider nicht von Wandermut, ey. Was? Oh, die ist gerissen. Scheiße, wir haben hier riesen Probleme. Wie ist das denn passiert? Ja, ich wollte unbedingt so einen Lüftungsschacht haben hier in meiner Hose. Ja, ich habe halt den Fehler gemacht, die Hose nicht bei Wandermut zu kaufen. Und, ja, das ist passiert. Selber schuld. Okay, Leute, ich habe nur zufällig die Kamera an. Das war nicht inszeniert. Das ist tatsächlich so passiert und gesagt worden. Wie geil. Da läuft man Kilometer und Kilometer und Kilometer, alles ist tierisch heiß. Und dann kommt das hier, dieser, ah, wie geil. Wasser. Man weiß das auf einmal erst richtig zu schätzen. Jeden einzelnen Tropfen Wasser, wenn man ihn nicht hat. Und gerade haben wir kein Wasser und dann kommt das, dieser See. Im ersten Moment dachte ich, es wäre eine Fata Morgana. War es aber gar nicht. Das ist der tollste See, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Juhu. Es gab jetzt schon den ersten Verletzten, der aufs Kamel musste, weil seine Füße ein bisschen, wir sagen, zu Hackfleisch geworden sind. Ja, wir kämpfen uns bei, wir wissen gar nicht, wie warm es ist. Unser Thermometer hat das Maximum erreicht. Wahrscheinlich 40 Grad, vielleicht auch ein bisschen darüber, direkt in der Sonne. Aber wir kommen aus dem Gebirge raus und sehen jetzt endlich die Sanddünen. Das macht ein bisschen Mut und weiter geht's. Ja, Leute, es ist ein Sandsturm, der jetzt kommt. Alles, was leicht ist und schnell wegfliegt, festhalten. Festhalten, alles. Sandsturm ist ja schon hier. Scheiße, ging das schnell. Kacke. Wir mussten jetzt alles schnell in Sicherheit bringen. Aber er lässt, glaube ich, wahrscheinlich gerade wieder etwas nach. Das Wasser riecht nicht gut da aus dem Brunnen. Was heißt das für uns? Ja, da würde ich nicht raustrinken. Da unten ist eine Ratte drin. Das stinkt. Ich hab, also klar, wenn wir weiter so durst, müssen wir da raustrinken. Aber Bock hat er nicht mehr drauf. So, und der schwenkt zu mir. Wer Bock hat, bei uns mal mit auf eine Sahara-Tour zu kommen, kann mal gerne auf der Website schauen und sich da bewerben bei der Sahara-Tour. Wir haben noch ein paar Plätze frei auf jeden Fall für dieses Jahr. Experience Ratten im Brunnen, Trinkwasser, darf euch jetzt nicht abschrecken. Es ist halt ein Abenteuer, es ist, wie es ist. Es ist uns gelungen, wir haben es getan. Das Wandermut Gold hat seinen finalen Bestimmungsort gefunden. Der Schatz ist versteckt. Wo waren wir überall? Ja, du, der Goldschatz, der hat ein paar Meter gemacht und die Wüste ist einfach unheimlich vielfältig. Ja, also, was haben wir alles gemacht? Wir sind durch ein Canyon-Labyrinth gekommen mit unfassbar vielen Tafelbergen. Wir haben Nomaden, Siedlungen, alte Ruinen entdeckt. Wir sind durch Sanddünenfelder gelaufen. Wir haben ein ausgetrocknetes Seebett überquert. Wir sind sogar in Höhlen gewesen, haben zig Oasen hinter uns gebracht. Irgendwo da haben wir unseren Goldschatz deponiert. Ich glaube, den Hinweis, den wir geben können, ist, dass wir den Schatz so versteckt haben, dass ihn nur jemand finden kann, der mutig ist. Wir wünschen jedem, der sich auf die Suche macht nach dem Wandermut-Goldschatz, viel Erfolg. Wir würden uns sogar wirklich freuen, wenn er gefunden wird. Ja, sicher. Wahrscheinlich richtet es sich an die Teilnehmer, die mit uns in Zukunft bei der Sahara-Tour mit Wandermut hier durch die Wüste stapfen werden. Aber auch an alle, die einzeln losziehen werden. Wirklich viel Erfolg. Wer den Schatz findet, darf ihn behalten. Wir würden uns natürlich mega freuen, wenn jemand ein Video macht, wie der Schatz gefunden wird, damit wir wissen, ob er noch da ist oder nicht. Ansonsten ist es so, wie es bei einem Goldschatz ist. Ob er da ist oder nicht, weiß man am Ende nicht. Wir sagen auf jeden Fall, möge die Suche beginnen und viel Erfolg an alle, die sich auf die Suche machen. Natürlich war für uns die Reise an der Stelle noch nicht zu Ende. Wir mussten noch ein paar Tage bis zur Zivilisation weiter wandern, was echt hart war. Aber ja, wir sind mega stolz, konnten super viele Learnings über die perfekten Wanderhosen aus der ganzen Sache rausziehen, hatten eine geile Zeit mit Freunden.
und ja, wollen jetzt natürlich schon wieder den nächsten Schatz verstecken. Vielleicht sogar in Deutschland, damit einfach mehr Leute die Chance haben, ihn zu finden. Wenn du also Bock hast irgendwie, dass wir den nächsten Schatz bei dir in der Nähe verstecken, dann schreib einfach mal in die Kommentare, in welche Stadt, in welches Wandergebiet oder sonstiges wir den Schatz verstecken sollen. Und wir machen uns in der Zeit weiter, noch zwei weitere Wanderhosenmodelle zu entwickeln. Eine flexible Variante für Leute, die mehr in den Bergen unterwegs und mehr Bewegungsfreiheit brauchen. Und eine noch robustere Variante, gerade für Leute Richtung Survival Bushcraft, die halt ja, in den Wald gehen und die Hose dann nochmals mehr wegstecken muss. Wenn du mehr von unseren Abenteuern sehen willst, dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.